Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Survival Fountain of Youth. Ich bin hier wieder hingelaufen, habe mich gerade ein bisschen am Schiff ausgeleert, habe geschlafen, habe mich gestärkt, habe jetzt auch dieses Gaskostüm angezogen, Antigas-Kostüm. Habe jetzt auch ein paar Sachen mitgenommen, um das dann zu reparieren, falls es wirklich so weit kaputt gehen sollte. Und wir gehen jetzt einmal hier hoch, wo wir letztens stehen geblieben sind, weil hier waren wir nämlich noch nicht. Und hier oben, da gibt's unter anderem zwei Schakale und sehr viel Sachen zum Finden. Wir gucken da jetzt einfach mal hoch. Schakale, hast du gesagt, ne? Da ist eine komische Schlange. Die will ich jetzt eigentlich nicht wegmachen. Ich renne da mit Sicherheit rückwärts rein. Ich sehe noch keinen Schakal. Es wäre cool, wenn ich einen vorher sehen würde, damit ich den wegmachen kann. Aber ich sehe so gar keinen. Also wirklich gar keinen. Da hinten eine? Was ist denn? Ah, hier. Verdammt. Das ist schlecht. Das ist gut. Danach. Der zweite kommt gleich. Schnell. Cool, das, was dir gehört. Ich weiß nicht, wo mein Pfeil hin ist. Ja, bitte. Ich sehe ihn noch nicht. Es tut mir immer so leid. Wo ist mein Pfeil hin? Der ist irgendwo drüber. Vielleicht ist er auch kaputt gegangen. Oh mein Gott. So, wo bin ich jetzt hier? Das sieht ja mega cool aus. Ich nehme die jetzt mal nicht mit. Die hatten ja nicht so eine andere Haut, ne? Die hatten nur diese Schakalhaut. Ja. Vielleicht nehme ich das mit. Was soll ich das mal mitnehmen? Nimm's mal mit. Wenn nicht, kann ich es immer noch rausschmeißen. Diese andere Haut wäre halt voll cool. So, das da habe ich schon gesehen. Das sieht voll cool aus, ne? Also hier oben dürfte mich ja jetzt halt nichts mehr erwarten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal das weg. Sieht voll stark aus. Aber wieso haben die das so gebaut hier? Oh Gott. Ich habe mich einge... Hilfe? Ich glaube, ich bin festge... Gedingsbumst. Warte. Kann mich leider nicht befreien hier. Ich stecke ein bisschen fest. Ich könnte mich, glaube ich, ohnmächtig machen. Und dann, ich versuche es mal kurz weiter. Aua, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Hier sind Todesfallen. Hier kann man tatsächlich rein. Guck mal, hier war dahinter auch so ein Ding. Also man kann da reinfallen. Ich weiß nicht, warum die das da hinten offen gelassen haben, aber ich bin tatsächlich wieder rausgekommen. Du könntest dich ohnmächtig machen lassen und dann wieder Nische zum Aufstellen eines Topfes erfordert Schießpulvertopf. Aha. Du kannst dich hier... Du kannst ohnmächtig werden und neu spawnen, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Aber damals war es noch so, dass du dann so einen kleinen Malus bekommst. Also ich weiß nicht, ob es in meiner Schwierigkeit auch so ist. Also hier bei der Gesundheitsleiste, da bekommst du dann weniger Prozent von dem Gesamten. Ich glaube, wenn du einmal stirbst, hast du dann nur noch 90 oder so. Ich weiß nicht, ob es auf meiner Schwierigkeit auch so ist und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so ist. Ich weiß nur, dass es eben damals so war.
Was? Ach, das sind diese schiefen Äste da. Ja, aber die brauche ich, glaube ich, aktuell nicht, ne? Schießpulvertopf. Oh. Ich dachte, ich muss den herstellen. Kann ich mich damit selber in die Luft jagen? Ich wollte gerade noch weglaufen, aber ich war gefangen in dieser Animation. Oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich gehe da gleich hin. Mache ich gleich. Ich wollte eigentlich erst nochmal hier rumgucken. Eisen. Wäre das cool gewesen, wenn es jetzt halt Silber gewesen wäre. Okay, also hier gibt es auch noch Dinge, wo man feststecken kann. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier hinten ist irgendwas, keine Ahnung. Hier ist Ton. Okay. Das ist doch auch wieder nur... Nix, okay. So, hier liegt was. Jägerhose. Was bist du denn hier? Hier ist ein Schlangentrank. Und hier ist eine Tafel. Das ist das Letzte, was noch hier ist, ne? Ansonsten ist nichts mehr hier. Das ist ein Altar? Okay. Warte. Lied des Kriegs der Unsterblichen. Als die Sterblichen gegen die Unsterblichen rebellierten, wurden alle Inseln in die Flammen des Krieges gehüllt. Tausende verbrannten in diesen Flammen. In jedem Dorf gingen die gewöhnlichen Menschen zu den Häusern der besten Menschen und schrien: Tod den Unsterblichen! Die besten Menschen flohen vor dem Zorn der Sterblichen und führten ihre Familien auf die kleinsten Inseln, um sich dort zu verstecken. Die Sterblichen jagten sie wie wilde Tiere, aber ihre Jagd war erbittert, denn viele der größten Krieger und Jäger waren unter den besten Menschen. Mit der Zeit überwand die schiere Anzahl ihre Überlegenheit und die besten Menschen starben einer nach dem anderen. Als die Zahl der Unsterblichen immer kleiner wurde, versammelten sie sich auf einer kleinen Insel und sagten: Das ist unser Ende, denn wir sind nur noch so wenige. Aber unter ihnen gab es sehr gerissene Denker und sie sagten: Nicht unsere Anzahl, sondern unser Wissen, wie die Sterblichen besiegen. Denn wir kennen ihre Schwächen. Mir ist kalt. Wo kommen wir dahin? Hier rüber. Oh, ich habe gesehen, wir haben ja hier gedingst, angelegt. Wenn wir hier hochgehen, wir sind ja immer hier hinter, ne? Wenn wir hier hochgehen, kommen wir zu diesen Dingern und kommen wahrscheinlich hier rüber. Und keine Ahnung, wohin noch. Wir gehen erstmal hier hoch. Hallo? Wer hat es zugemacht? Lange. Hallo. Tja, der Baum sieht da hinten lustig aus. Oh mein Gott, es ist weit oben und wir müssen jetzt halt... Ach, guck mal, hier haben wir angelegt. Oh mein Gott, ich trau mich nicht. Gott, es ist hoch. Also, wir gehen ja noch höher. Hier, guck. Das ist das, was ich gesehen hatte letztens. Wenn ich weiter in die Richtung gehen würde, dann würde ich mit Sicherheit über dieses Ding springen und in meinen Tod stürzen. Deswegen gehe ich einfach mal geradeaus. Oh mein Gott, ey. Hallo?
Jetzt habe ich wieder ein Fass gefunden. Brauche ich wohl noch mal eins? Oder wenn wir von der anderen Seite hochkommen würden. Wo brauche ich denn das? Ich kann es ja mal mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier brauchen werde. Hier liegt ein... Ist das ein Knochen? Ich stelle den aber gleich nochmal hier ab, weil ich kämpfen muss. Weiter hinten. Kann ich den hier herstellen? Zum Glück zerspringt der nicht. Du da oben. Magst du vielleicht runterkommen? Ich habe aber gerade auch kein Seil dabei. Das heißt, ich könnte hier hoch noch gar nicht gehen. Da hinten ist der Puma. Wollen wir hier echt schon... Hier ist Eisen. Überleg gerade, ob wir hier jetzt schon hingehen wollen, weil wir können auf dem Baum eh noch nicht. Und wenn es hier wirklich Eisen gibt, dann sollte man da vielleicht mit leerem Inventar hingehen. Oder? Wir merken uns das mal, weil hier gibt es auch keine speziellen Sachen zu finden. Aber hier gehe ich wieder hin, wenn ich einen Dingsbums habe. Ich lasse es aber jetzt mal hier, weil vielleicht brauche ich das. Ich lasse das mal hier liegen. Ich weiß nämlich nicht, oh mein Gott, sieht das cool aus. Ich weiß nämlich nicht, warum hier oben so ein Fass liegt. Vielleicht brauche ich das dann für da hinten. Wenn ich es woanders brauche, dann muss ich es wiederholen. Aber das ist nicht schlimm. Hier war irgendwo eine Schlange. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo auf der linken Seite. Glaube ich. Hä? Die ist doch jetzt ja gewandert. Die war weiter links, rechts, dann wo ich hochgelaufen bin. Ja, ich glaube, die versetzen sich immer. Das war auch so mal auf dieser windigen Insel. War das die windige Insel? Ich weiß gar nicht mehr. Da haben sich die Schlangen auch mal versetzt. Wir könnten auch da unten in dem kleinen Ding... Ah, ja, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Ich hab nur zu spät reagiert. Da war eine Schlange. So. Jetzt sind wir wieder hier. Lass mich kurz mal auf die Karte gucken. Wie gesagt, das dann merken wir uns. So. Wir waren hier noch nicht, oder? Weil das andere Ding war ja hier, wo wir waren. Aber hier waren wir noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das weiter unten. Vielleicht kommen wir hier dann irgendwo rein, weil das sieht aus wie eine Höhle. Aber hier ist ja nichts weiter. Also hier ist kein Artefakt oder so. Da weiß ich noch nicht, wie, warum und überhaupt. Also, das da hinten merken wir uns. Da ist nichts Wichtiges erstmal. Das haben wir, das haben wir. Da hinten, ja genau, wir müssen jetzt eigentlich über diese Leiter. Wir können hier mal schlafen. Oh mein Gott, ist das... Du, au! Das war ein tiefer Fall und nur zwei Schaden. Das ist in Ordnung. Ich glaube, ein Feuer macht den bald kaputt. Das Berg runterlaufen ist halt immer noch so ein bisschen schwierig. Hier war doch auch irgendwo eine Schlange, oder? Naja. Und Skorpione. Und andere Dinge. Ja, ja. Hier war doch ein Bett. Da muss ich mein Zelt nicht unbedingt aufbauen. Warte mal kurz.
regnet. Ich habe aber auch nichts zu essen. Ich müsste was zu essen finden. Wenigstens ein bisschen was. Hier hinten hatte ich mal Rinder geguckt. Hier geht es übrigens auch weiter. Wir könnten auch erstmal hier runter gehen. Hier gibt es massiver Stein, Stein, Huhn, weißer Schakal, Orange und Kamille. Hier gibt es, Gott, wie viele Schakale gibt es denn hier? Hier gibt es auch einen Baum, verdammt. Bräuchte halt Seile, ne? Wisst ihr was, ich mach mal einen kurzen Cut. Ich laufe mal kurz zum Schiff und hole zwei Seile. Beziehungsweise, warte mal, ja doch, zwei. Hier unten ist noch ein Seil. Ich gucke mal, wie viele Seile ich dabei habe. Ich hole mal ein paar Seile. Wir haben zwar Lianen, aber ich... Ja, ich gehe kurz mal zum Schiff, hole ein paar Seile und dann sehen wir uns hier wieder. Und dann gehen wir da hinten mal durch. Weil diesen Weg sind wir schon so oft gegangen und da ist ja nicht so was Wichtiges eigentlich. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Einen kurzen Moment. So, hier bin ich wieder. Da ich jetzt halt wieder Seile habe, habe ich überlegt, ich gehe doch nochmal hierher. Deshalb lasse ich nach wie vor mal hier, weil ich noch nicht weiß, wo ich das dann brauchen werde. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Die sah jetzt ja voll... komisch aus, wie sie hier lag. Sah jetzt ja voll creepy aus. Ich dachte, das wäre eine Todesschlange, weil die so zusammengewickelt war. So. Hier haben wir nämlich jetzt auch einen Baum. Und ich habe jetzt die Seile geholt. Den Kondor hatten wir ja schon, ne? Das heißt, ein Puma. Ein Puma. Und ich habe den vorhin gesehen, aber hier ist er. Aber so weit kann ich nicht schießen. Ich muss immer schießen, wenn er mich anguckt und bevor er zu mir rennt. Das ist so das beste Ding, wo ich schießen kann. Oh, es tut mir so leid. Tut mir wirklich leid. Der hat mal kein Fett. Sehr gut. So. Wo war der Baum? Hier war der Baum. Eigentlich brauchen wir den Baum nicht mehr wirklich, ne? Weil wir haben schon so viel kartiert, aber ich will trotzdem mal gucken. Vielleicht hier, guck zum Beispiel, haben wir eine Karte. Ja, eine Karte. Eine Kiste. Noch die wir... Oh, hier werden die Hammerhaie angezeigt. Wieso ist hier ein Hammerhai? Ist hier vielleicht auch irgendwas in der Nähe? Hm. Und hier haben auf jeden Fall lange Stöcke, Steine, aber hier ist jetzt halt nichts weiter Cooles, außer vielleicht. Hm. Ja, was? Keine Ahnung. Angeln tue ich eh fast nicht mehr wirklich. Hier runter. Hui! Oh mein Gott. So. Ich gucke mir trotzdem nochmal die Bäume an. Ich glaube zwar nicht, dass man diese Bäume hier pflanzen kann, weil es eigentlich nur lange Stöcke und so ein Zeug ist. Aber wir können es ja trotzdem mal angucken. Aber hier ist, glaube ich, jetzt nicht mehr wirklich was Cooles, oder? Doch, hier geht irgendwas rüber. Was bist du? Ein toter Baum. Hier ist eine Schlange. Und wo gehst du hin? Oh mein Gott. Wird ja immer wilder. Okay. Okay. Wollen wir dann doch erst hier weitergehen? Aber dann geht's hier... Du kommst hier gar nicht mehr weg. Dann, nee, du kommst hier durch. Wenn du hier hingehst, kommst du nur hier hin, oder? Ey, das ist alles so verwinkelt. Ich traue mich hier nicht zu sprinten, weil...
Ich nicht weiß, wie das Spiel reagiert. Oh Gott, ich sprinte mal. Ich versuch's einfach mal. Oh. Okay, gut. Und jetzt überleg mal. Hier gibt's noch einen Puma. Und hier ist eine Schlange. In die renne ich bestimmt später gleich wieder rein. Ich habe den Puma schon gehört. Langsam, Bianca. Das ist doch ein Schakal. Ist hier auch ein Puma? Da oben ist der Puma. Da ist ein Schakal. Das ist da oben. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt da an was vorbeigelaufen? Wieso ist hier so komisch? Ist hier irgendwas? Ja, hier ist ein Stein, den habe ich gesehen. Oh, guck mal, hier unten ist unser Schiff. Wollte eigentlich das wieder wegmachen. Was bist du? Ein Knochen. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Diese Schlange, ne? Ja, ich hab dich schon gehört. Das ist ein Feuerstein-Dingens, glaube ich. Ne, ein normaler Stein. Da oben ist er. Hab den gesehen. Ja, du bist halt gerade so blöd hier, ne? Ich musste jetzt halt schnell handeln. Weil von da unten habe ich ihn nicht bekommen. Von da unten hatte ich ihn nicht bekommen. Und oh mein Gott, hier sind überall Überreste. Ich musste jetzt sehr schnell hochlaufen und schießen. Da unten war auch ein Überrest. Ein Überrest. Oh, und noch ein Kartenteil. Ein Puma-Trank. Oh, ich mag diese gebauten Dinger hier immer. Ach, muss ich jetzt wieder rumlaufen? Kann hier wieder Lehm und so ein Zeug liegen? Ist das jetzt das, wo ich... Ach nee, das ist hier drüben. Wie lange braucht der eigentlich? 15 Tage beide. Das ist ein Stein. Hier kam ich her. Okay. Weiter ist ja hier nichts, ne? Ne. Okay. Dann lass mich kurz mal gucken. Wir sind jetzt seit hier und hier. Wir könnten... Konnten wir hier weitergehen? Weiß gerade gar nicht. Oh. Au. 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 Konnte man hier normal runterlaufen? Ich muss halt auch wieder hochkommen, wenn ich runtergehe. Konnte man tatsächlich? Hier sind Skorpione ab und an. Schweinchen? Nennen die immer Pekari. Wie heißen diese Schweinchen? Doch, das sind Pekari. Oh, hier sind Bananen. Ja, hier komme ich hin, wenn ich hier rüber gehe. Und dazu kann ich hier hoch. Silber!
Vielleicht schaffen wir es heute schon, Silber mitzunehmen. Warte mal, hier gibt es doch keine bösen Tiere, ne? Hier zumindest. Wie komme ich denn? Also, ernst gemeinte Frage. Hier. Gott, hier ist überall Blut. Das bedeutet doch nichts Gutes, wenn hier schon wieder überall Blut ist. Wir müssen aufpassen wegen... Skorpionen. Ich will das einfach rein aus Prinzip wegmachen. Das weiter unten. Hier sind überall Blutspuren. Ich will da vorne gar nicht hingucken. Ich will das gar nicht. Da sind die überall Blutspuren. Nee. Engineer Castillo planned to make fulminating silver for bombs using resources from these mines. Unfortunately, his time ran out. The killer caught up with the engineer. But it seems that the killer was also wounded in their fight. Castillo managed to notice where the killer sailed after that. He wrote the direction with his blood on the nearest stone. Hab ich nicht gesagt, wir finden den bestimmt nicht mal lebendig? Hat er den unter die Achsel ins Herz gestochen? Also so von der Seite? Oh, die Vorstellung schon allein tut weh. Ach, Leute. Aber jetzt hat man wenigstens mal diesen anderen, zwar nicht wirklich von vorne, Vanille. Sehen, aber zumindest ein bisschen mehr als sonst. Ach, Leute. Warum denn? Sind dann diese Blutspuren von dem, der wieder weggelaufen ist? Es tut mir so leid. Das ist ja super vertrauenserweckend, wenn... Den hatte ich zwar schon mal gebaut. Ich glaube, das war so einer, oder? Es ist ja super cool, wenn wir hier überall Leute suchen, die hier waren, und wir finden die tot. Wer sagt denn, dass wir nicht die Nächsten sind, die hier von irgendjemandem attackiert werden? Habe ich doch ein Blatt mitgenommen. Ich wollte das Blatt eigentlich nicht mitnehmen. Ich habe zu wenig geklickt. Fallen lassen, fallen lassen. Haben wir gerade... Was haben wir denn? Wir haben jetzt ja gerade Nacht dann. Sonst hätte ich gesagt, wir lesen das Buch. Ich habe das Zeug fürs Tippi wieder raus. Ja, habe ich wieder raus. Ich hatte es mal raus, wieder rein. Deswegen wusste ich gerade gar nicht mehr, was ich wirklich getan hatte. Aber ich habe es wieder raus, weil es eben wirklich schwer war. Ich glaube, das hat... 6 gewogen oder so, dieses Zelt in Teil. Hallo. Aber wir können auch so mal kurz schlafen. Es ist ja nicht so wild. Aua. Oh. Was aber vielleicht wild ist, dass es kalt ist. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Fackel weggeht. Hier ist auch noch mal. Nee. Schiffsfass. Ich muss mal kurz gucken, ob... Ja, ja. Ob das mit der Kälte noch hinhaut.
Ach nee, es regnet gerade, ne? Deswegen. Deswegen kann ich gerade nicht entzünden. Oder es geht halt gleich wieder aus. Ich will aber schnell heute noch so einen Brocken mitnehmen. Hab ich mich erschrocken. Die Geschichte endet hier vorerst. Du hast den Handlungsstrang dieser Spielversion beendet und kannst weiter nach Ponce de Leon und dem Rest der Mannschaft in einem kommenden Spielupdate suchen. Erkunde weiterhin die Welt und entwickle dann deine Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo weiter. Dir stehen noch viele Abenteuer bevor. Das ist halt immer diese Meldung, was jetzt da kommt, wenn man von der Story her momentan alles gesehen hat. Aber wir haben mal natürlich noch eine weitere Insel. Wir haben diese Insel noch zu erkunden und so weiter. Deswegen ist es jetzt halt nur so eine kleine Info für mich. Aber schön, dass das Spiel sagt, hey, von der Story her zumindest, bist du aktuell... Guck mal. Jetzt kann ich 78 von 82. Und wenn ich ein Ding weitermache, kann ich plötzlich 91. Ist es dann irgendwie so ein... Wieso schiebt sich das dann mehr nach oben? ...96 von 91. Weißt du was? Wir lesen das jetzt mal. Ey, es regnet. Feuer machen. Anzünden ist ohne Feuerstarter möglich. Oh! Ich habe eine triefende Nase. Triefende Nase. Ich habe Hunger. Ich mache das da. Ich mache das. Oh mein Gott, es regnet. Ich werde nochmal, weiß ich nicht. Mache das. Ich mache das. Und bin immer noch ein bisschen überladen. Jetzt nicht mehr. Okay. Lass mich kurz gucken. Silberbarren. Wahrscheinlich muss ich den herstellen erst. Und dann kann ich gucken, was wir damit machen können. Weil noch sehe ich das Schiff nicht. Ich überlege gerade, wie viel ist jetzt hier noch drin? 12. Und was wiegt so ein Ding? 6. Ich überlege gerade mal. Ich meine, wir haben ja jetzt diese Ding gesehen. Diesen, wie soll ich sagen, diesen Weg hierher. Ich überlege gerade... Ob ich Pinole-Rezept... Was ist ein Pinole? Ich weiß gerade nicht, was Pinole ist und es wird mir hier, glaube ich, auch nicht angezeigt, was neu ist. Ach so, das ist irgendeine Suppe. Irgendeine Suppe. Tote schwarze Witwe. Waren das schwarze Witwen, diese Spinnen? Weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und Mais. Gewährt vorübergehend eine erhöhte Gewichtsgrenze beim Tragen. Das ist natürlich voll cool. Kann ich das da eigentlich wieder reparieren? Erfordert geteilter Baumstamm. Dein Ernst? Okay, weil ich habe gerade überlegt, und da wir ja den Weg hierher jetzt gesehen haben und es echt so ein langer Weg wird, immer hierher und dann wieder zurück und dann wieder hierher. Ich werde, glaube ich, inzwischen den Folgen, weil das ist halt dieser ganze Weg hier runter, hier runter, hier runter, hier durch, hier rüber, hier runter und so, ne? Ich werde, glaube ich, zwischen den Folgen jetzt hat ein bisschen Silber holen. Vielleicht mache ich es auch leer, wenn ich es schaffe, weiß ich nicht. So dass wir das nicht zusammen machen müssen, weil das ist, wie gesagt, ein wahnsinniger Weg, den wir jetzt mal gehen müssen. Und dann
haben wir ja diese Seite des da hier gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal. Also wir haben noch so viele Sachen zum Gucken. Wir können hier hochgehen und dann wahrscheinlich hier rüber. Dann kommen wir hier hin. Wir können von dem Lager, sag ich mal, hier runtergehen. Da haben wir noch Sachen zu gucken. Dann kommen wir wahrscheinlich hier rüber. Was es hier gibt, weiß ich noch nicht. Dann können wir das da unten noch erkunden. Und wir haben ja noch die ganze Geschichte mit dem Flachs auch und so, ne? Also zu Ende ist noch lange, lange nicht. Hier hinten müssen wir noch alles erkunden. Nur weil jetzt halt wir Silber gefunden haben und diese, ich nenne es mal Hauptstory, aktuell vom Stand her vorbei ist, sind wir noch lange nicht fertig. Von daher würde ich jetzt einfach mal hier dieses Silber holen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann mit der Erkundung weitergeht, weil das ist echt nur hin und her rennen. Das ist jetzt nicht so spannend. Von daher erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat sich doch die Story gelohnt, dass wir die beiden Leute gefunden haben. Leider nicht mehr so ganz lebendig, aber hey. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr morgen bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Ciao.